heute gibt es wieder mal ein Aufbrauch-Video und fangen wir direkt einmal an, weil es sind ein paar mehr Sachen und es ist hier oben wirklich heiß, es ist ultimativ heiß im Moment. Ich glaube, ihr kennt das Problem. Fangen wir mal an mit, denk mit Weichspüler. Ja, der ist mit Mandelblüte, hat das gemacht, was er machen sollte, die Wäsche weich gemacht noch. Danach gerochen hat es nicht so wirklich, aber das wollte eigentlich auch nur zum Wäsche weich machen benutzen für gewisse Produkte, wo es ja gar nicht so extrem riechen muss. Dann ist natürlich auch der Kitchenreiniger wieder leer gegangen und der Badezimmerreiniger von Action. Sehr gute Produkte, kann ich Ihnen weiterempfehlen. Also ich liebe die jetzt und ich baue die ganze Zeit auf und ich benutze sie sehr gerne für einen Glastisch oder für alles eigentlich. Also die benutze ich ziemlich für alles im Moment. Dann ist unsere Kaffeemaschine leider kaputt geworden, sage ich jetzt an Anfang dazu. Sie hat ja eine Fehlermeldung gezeigt. Wir wollten sie erst reparieren lassen, haben es aber natürlich versucht zu umgehen, weil so eine Reparatur ist immer sehr teuer. Es werden meistens so neue Ersatzteile geholt, die was gar nicht gebraucht werden. Da tun sie gerne mal mehr austauschen, als überhaupt nötig ist. Und ja, dann haben wir gesagt, wir tun sie mit der Luftdruck durchreinigen, also durchpusten einmal. Danach ist sie wirklich wieder gegangen. Und ich habe jetzt dann ein paar Mal noch einmal richtig entkalkt mit diesen tollen Dingern da. Einmal dieses und einmal dieses da. Es hat super geholfen, es hat wirklich was gebraucht. Also kann ich wirklich nichts Schlechtes davon sagen. Will ich mir auf jeden Fall wieder kaufen, diese Dinger. Dann von Denk mit, der Geschirrreiniger, ist jetzt halt auch wieder am leer gegangen. Wir haben jetzt eine Zeitung von Somat, ich glaube, wir haben sogar noch welche von Somat. Allerdings ist, wo ich mit Somat angefahren habe, der Geschirrspüler so richtig im Po gegangen, weil da ist nichts mehr. Es ist nichts mehr sauber geworden. Ich habe alles abwaschen können. Wir haben jetzt zum Glück einen neuen Geschirrspüler. Danke. Und mein Schatzi, denn jetzt kann ich wieder ganz normal meine Lieblinge nehmen. Ich werde wahrscheinlich nie wieder auf Somat wechseln. Es war sicher nicht Somat dran schuld. Es war sicher von jahrelang reinigen. Aber ja, er ist leider kaputt geworden und ich hasse es noch zu waschen. Und unser jetziger, unser neuer, der macht das alles in einem Spülgang, alles perfekt. Man kann eigentlich kaum mehr was zusammen rein. Und bei manchen Töpfen geht es nicht raus ganz, aber dafür gibt es sogar ein eigenes Programm, dass die Töpfe richtig sauber werden. Habe ich allerdings noch nie ausprobiert. Muss ja mal testen. Dann kann ich da auch noch mehr sagen. Dann habe ich wieder ein paar Bodenputztücher aufgebraucht. Für den Boden zu putzen. Und dann auch noch Spülmaschinenpflege. Die ist nicht schlecht. Die macht das, was sie machen soll. Es ist dann auch sauber und rein. Ja, genau. Ich will dann alles weg. Denn das war jetzt alles, was für Putzsachen aufgebraucht worden ist. Jetzt gehen wir zur Pflege und zu diesen ganzen Sachen. Oh, das ist eigentlich nur so eine Mama-Sache. Ich habe jetzt dann alle aussortiert, alle Schnullerbehälter, denn meine beiden Kinder haben nie Schnuller wirklich genommen. Zum Spielen benutzen sie jetzt und ich habe jetzt dann diese ganzen Behälter da aussortiert. Einen habe ich übrig gelassen. Ich habe sie jetzt aussortiert, ich schmeiße sie jetzt dann weg. Habe ich nie gebraucht. Fürs nächste, fürs dritte Kind dann Kaffee irgendwo an. Das ist mir egal, aber es bringt nichts, wenn die einfach nur rumliegen. Ja, dann gehen wir weiter zur, gehen wir noch zur Zahnpflege weiter, das ist noch interessant, und dann gehen wir zu meinen Produkten, die vielleicht ein bisschen interessanter sein. Ja, mein Freund hat von Mentanol diese Spülung aufgebraucht und von Listerin. Deshalb wollte ich NGI benutzen, allerdings hat das so einen schrecklichen Eigengeschmack, das habe ich nicht benutzen können. Bin da ein bisschen ein Mädchen. Gut, dann ist wieder mal von Garnier Skin Active diese Maske leer gegangen. Ultimativ gut, ups, da ist ein Haar dran. Da ist ein Haar dran, so, ultimativ gut. Das ist die gegen die Rötung lindern mit Kamille. Ja, das ist richtig, richtig genial. Also die benutze ich ja sehr gerne, es brennt da noch nichts und ist ja eine positive Sache das. Gut, jetzt muss ich das auch mal mehr holen. Dann habe ich von Batiste das Trockenshampoo aufgebraucht, war wirklich gut. Ja, aber ich glaube, Knorr kaufen würde ich mir jetzt trotzdem nicht, weil das Problem war, es war innerhalb von kürzester Zeit wieder meine Haare sind wieder fettig gewesen, es hat wieder schrecklich ausgeschaut. Ich werde wahrscheinlich mal ein paar andere Trockenshampoos kaufen und die alle einmal untereinander vergleichen und vielleicht finde ich einmal das richtige Trockenshampoo, weil gerade jetzt, wenn es so heiß ist, wascht man sich ja jeden Tag gerne mal die Haare, wenn man so schwitzt. Aber im Winter ist dann eher die Sache, dass ich sie immer nur noch einmal in der Woche waschen will, weil da schwitze ich auch nicht.
Und ja, wenn sie doch ein bisschen fertig sind, kann ich schnell ein bisschen drüber spritzen. Faulheit siegt. Oh, wer schreit denn da? Was ist denn jetzt passiert? Na gut, mein Schatz ist unten. Gehen wir weiter. Vom Baby Moore ist diese Creme leer geworden. Die war jetzt dann hinter mir herstellen. Die war sehr gut. Die war in meinem Aufbauprojekt drinnen. Und da habe ich die letzten Tage jetzt dann ultimativ gern benutzt für meine Füße und für meinen Schulterbereich da oben. Richtig genial. Da habe ich jetzt dann geliebt. Für meinen Popo habe ich diese da genommen. Und zwar ist die von Clarence, oder wie man das ausspricht. Und ja, war auch in meinem Aufbauprojekt. Ist jetzt auch leer. Also werde wahrscheinlich bald wieder ein Aufbrauchvideo kommen müssen, also mein Aufbrauchprojektvideo. Denn, ach, das ist ja auch noch leer geworden, das von Biodroga, der Clean Cleansing, also dieses Reinigungsmilch da. Die ist richtig gut, werden wir wahrscheinlich nicht nachkaufen, aber war auch in diesem Projekt drinnen. Diese drei Produkte habe ich alle von der Glossybox gekriegt. Und ein Produkt, ich glaube, das habe ich mir selbst gekauft oder auch in einer Box drinnen gehabt, von Catrice. Every Skin Touch, diese Foundation ist jetzt auch leer geworden. Leider ist sie leer geworden. Ich habe sie so, ich glaube, man sieht, dass ich sie versucht habe auszuputzen. Also ich bin wirklich immer so richtig reingegangen und habe das versucht, dann irgendwie aufzutragen. Aber das letzte Mal habe ich nur noch versucht, irgendwie was aufs Gesicht zu kriegen. Und es kam mir was kommen, deswegen auch die. Und die war auch in meinem Aufbruchprojekt auch für Beauty dabei. Genau. Da muss ich jetzt überall was nachschieben, dass ich was Neues aufbaue, weil jetzt bin ich wieder gerade bei Cremen, dass ich fast jeden Tag wieder eine neue Creme benutze und ich bin jetzt dann schon so weit gewesen, dass ich eine neue Creme geöffnet habe und noch eine neue Creme. Also ich glaube, jetzt habe ich drei neue Cremen wieder geöffnet. Einfach nur, weil ich nicht wusste, welche in das Aufbrauchprojekt reinschmeißen werde. Deswegen muss ich das schnell noch machen, weil ich bin da wahnsinnig. Also ich kann immer was Neues brauchen. Mal schauen, was es dann wird. So, und das war jetzt mein Aufbrauchprojekt. Ich hoffe, ihr habt die Kinderschreie rein nicht unten gehört, aber ja, ich weiß nicht, was unten los ist. Also vermutlich wollen die Kinder irgendwas, was sie nicht dürfen. Das ist meistens so. Also vielleicht Fernsehen schauen, ein Eis oder irgendwas, aber es gibt jetzt dann heute auch nichts mehr. Außer das Bett, weil es ist schon sehr spät und es ist so heiß herum. Und irgendwie finde ich es richtig cool. Und irgendwie denke ich mir gerade, in diesem Raum ist es nicht so cool, aber so draußen oder im Schatten oder im Wald, das ist einfach genial. Eine Waldspaziergang in der ärgsten Hitze ist einfach vollkommen genial, weil du gehst von der Hitze direkt in den Wald rein und irgendwie ist so das Klima anders und es ist alles super. Wir haben in der Nähe so ein Bachal. Heißt das Bachal bei euch auch? Das ist kein Fluss, es ist einfach ganz klein. Ein kleiner Fluss, winziger. Ich glaube, es wird Bachal bei euch geben. Ja. Und da gehen wir im Moment sehr gerne hin. So, und ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen heißen Tag, Abend, wann auch immer ihr das anschaut. Und dass bei euch kein schlechtes Wetter ist. Bis dahin, für euch!